Hallo, willkommen bei Vega Talk. Heute geht es um IP-Schutzarten und Messtechnik sowie Wasser und diesen Hochdruckreiniger. Also bleibt dran! Wenn Sensoren in industriellen Prozessen messen, sind sie oft jahrelang den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt. Sensoren im Freien müssen Wind und Regen standhalten. Messtechnik in hygienischen Prozessen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sind intensiven Reinigungsprozessen ausgesetzt. In manchen Anwendungen sind die Sensoren sogar in Wasser eingetaucht. Um sicherzustellen, dass die Sensoren über viele Jahre zuverlässig arbeiten, muss das Eindringen von Flüssigkeiten sowie Fremdkörpern wie zum Beispiel Staub verhindert werden. Internationale Normen regeln diese Anforderungen über die sogenannten IP-Schutzarten. Die erste Ziffer beschreibt den Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern. Die zweite Ziffer gibt den Schutz vor dem Eindringen von Wasser an. Wie müssen Sensoren konstruiert und geprüft werden, damit sie all diese Anforderungen erfüllen? Das zeigt uns Simon aus unserer Abteilung Qualitätssicherung. Kannst du uns zeigen, wie ein Gehäuse aussieht und wo Staub und Flüssigkeiten eintreten können? Klar, potenzielle Schwachstellen sind zum Beispiel Öffnungen für Kabeldurchführungen oder Dichtungen. Unsere Sensoren werden gemäß IP66, 67, 68 oder 69 geprüft. Den Schutz gegen Fremdkörper lassen wir extern prüfen. Aber alle Tests bezüglich dem Schutz vor Wasser führen wir selbst durch. Können wir uns das vielleicht mal anschauen? Klar, komm mit. IP66 bedeutet, der Sensor muss starkes Strahlwasser aushalten. Also bestrahlen wir ihn mit 100 Liter Wasser pro Minute aus einem definierten Abstand von 2,5 bis 3 Metern mit der in der Norm vorgegebenen Düse. Bei IP69 muss der Sensor mit einem Dampfstrahler 3 Minuten lang mit 15 Litern pro Minute und 80 Grad heißem Wasser bestrahlt werden. Die Geräte sind aber ganz schön hart im Nehmen. Und wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Sensoren auch zeitweiliges oder gar dauerhaftes Untertauchen überstehen? Das funktioniert mit der Hilfe eines Druckkessels. Bei den Schutzarten IP67 und 68 werden die Sensoren in diesem Kessel unter Wasser getaucht. Der Kessel wird drucküberlagert und auch bei dieser Prüfung darf kein Wasser ins Innere gelangen. Und was ist der Unterschied zwischen IP67 und IP68? IP67 wird mit 100 Millibar Überdruck geprüft, also wie bei einem Meter Wassertiefe. IP68 wird mit einem höheren Überdruck als bei IP67 geprüft. Dieser Druck muss immer mit angegeben werden. Vielen Dank für die Einblicke, Simon. Beeindruckend, was ihr alles testen müsst, damit die Sensoren zuverlässig funktionieren. Und es gibt ja noch viel mehr Prüfungen. Ich komme bestimmt noch mal bei euch vorbei und schaue mir den Rest an. Gerne, du bist immer bei uns willkommen. Um keine Folge zu verpassen, abonniert einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.